Grüße euch zu einer neuen Ausgabe des Item Shop Watches hier auf geeknews.de. Ich zeige euch heute die drei Tätowierungspakete. Dabei handelt es sich um eine Rüstung, seht ihr jetzt auch hier schon mal angelegt, bei der wir Tätowierungen, und zwar bei allen Völkern bekommen können, nicht nur bei den Norn. Und dazu tragen wir diesen recht knappen Tanga und den BH jetzt in der weiblichen Form. Hinten am Tanga ist, beziehungsweise am Lendenschurz, ist ein Messer angebracht. Das hängt an einem Gürtel, der sich einmal um den ganzen Charakter herumzieht, mit wunderschönen Dublonen, auf denen auch Drachenköpfe zu sehen sind. Und dieser Gürtel hält dann die Stoff- und Lederschichten an Ort und Stelle. Oben beim BH genauso, wir haben einen Stoffunterbau, dann kommt Leder oben drüber und das wird abgeschlossen durch eine wunderschöne Metallkette. Hinten im Verschluss wird das Ganze auch verbunden. Das Highlight sind, wie ihr sehen könnt, die Tätowierungen. Diese sind nämlich farblich sehr schön angebracht. Also es sind nicht so schlichte Tätowierungen wie bei den Norn, sondern hier könnt ihr farblich wirklich auch noch spielen mit den Tätowierungen. Wir gehen jetzt mal die Farbkanäle durch, damit ihr das Ganze auch besser sehen könnt. Wir fangen an mit dem Farbkanal oben links. Dieser färbt die Schlangenenden bzw. deren Umrisse ein. Ihr könnt es sehen. Und bevor ihr euch fragt, wieso Schlange, hier, dass jede dieser Linien ist, stellt eine Schlange dar. Und die verzweigen sich teilweise ineinander oder bilden U-Formen. Aber jede dieser Linien ist eine Schlange. Im Hals ist hier auch, wenn sie sich gleich verzahnen. Gucken wir es nochmal richtig nochmal an. Der Farbkanal oben rechts färbt dann den ersten Teil der Schlangen an. Ihr seht hier, die jeweiligen Enden sind jetzt gelb geworden. Der Farbkanal unten links, den machen wir mal in unserem Lila, extra dunkel, damit ihr das auch besser sehen könnt. Denn hier geht jetzt die gelbe Farbe in das Lila über und dann wieder ins Gelb. Bis es dann in den weißen Köpfen bzw. in dem Schwanz endet. Am BH hat sich vor und an dem Blendenschutz hat sich farblich noch nichts getan. Also die drei Farbkanäle sind für die Schlangen. Und dann haben wir noch den Farbkanal unten rechts. Und dieser färbt jetzt sowohl den Lendenschurz wie auch den BH weiter ein. Ich wende das Ganze an und zeige es euch nochmal in-game. Hier könnt ihr es jetzt besser sehen durch die Farbakzente, die ich gesetzt habe. Hier seht ihr auch die Schlange, die sich hier einmal noch windet und hier hinten endet. Hier eine Schlange, die hochgeht, eine U-Form bildet, sich noch mit einer anderen Schlange verzahnt. Aber alle diese Linien sind Schlangen, die auf unserem Körper hin und her gehen. Gut, gucken wir uns nun das... Moment. Das Kleidungsset heißt übrigens... Kleidungsset ist es nicht, es sind wirklich Rüstungen. Ihr habt eine Brustrüstung und die Beinrüstung. Die Brustrüstung färbt den Oberkörper ein mit Tätowierungen. Die Beinrüstung die Beine. Und ihr müsst auch wirklich immer den Lendenschurz dazu nehmen, beziehungsweise den BH. Mit anderen Rüstungen ist das nicht kombinierbar. Gut, ihr könnt jetzt hier zum Beispiel Schulter noch einblenden oder ihr könnt Schuhe anziehen, das ist möglich. Aber die Brust und die Hose müssen immer mit diesen beiden Rüstungsteilen sein. Wir haben uns jetzt die Schlangentätowierung angeguckt. Gucken wir uns nun die anderen beiden auch nochmal ein. Hierbei haben wir einmal die animalische Gezeitentätowierung und die Feuerblütentätowierung. Fangen wir mit der animalischen Gezeitentätowierung an. Verwenden, anwenden. Ich setze auch gleich mal die Farben wieder zurück, damit ihr es gleich im richtigen Ton seht. So. Die Beine auch. Verwenden. Anwenden. So, gucken wir uns die Tätowierungen an. Ihr seht schon, wie gesagt, Lendenschurz, BH bleiben immer gleich. Jetzt kommt es auf die Tätowierung an. Und hier sehen wir auch wieder eine Schlange. Allerdings ist diesmal der komplette Arm eintätowiert. Bis runter zu den Händen. Da endet dann der ganze Körper, alles rote hier. Das ist eine Schlange, die sich um unseren Arm herumzieht.
Ihr Kopf endet dann hier über unserer linken Brust. Auf der anderen Seite haben wir hier eine Klaue von einem Tiger. Und der ist hier auf unserer rechten Seite zu sehen. Zieht sich hier den anderen Arm runter. Also es ist eine Schlange und ein Tiger, die quasi miteinander ringen. Um unseren Körper als Tätowierung. Vom Bein her haben wir eines der beiden Beine tätowiert. Und auch hier, das sieht mehr nach dem Tiger aus, in den blauen Farben. Gucken wir uns auch hier die Farbkanäle an. Farben. Farbkanal oben links in weiß. Färbt am Bein. Ja, ist die Hauptfarbe, die maßgeblich sich durchzieht. Und hier bei dem Oberteil gibt es den Hauptton unseres Tigers an. Der Farbkanal oben rechts. Färbt dann die Schlange bzw. die Schlangenelemente. Und hier, das hatte ich vorhin nicht richtig gesehen, das sind Kois. Das Bein ist quasi ein Aquarium, in dem Kois schwimmen. Und die Kois und die Luftblasen von denen, die werden mit der Schlange zusammen gelb eingefärbt. Den Farbkanal oben rechts. Der Farbkanal unten links, den gucken wir uns auch an. So, dieser verändert die Sekundärfarben, also die Umrandungen, die Muster, das gucken wir uns gleich besser an. Und der Farbkanal unten rechts, das war unten links, das kommt unten rechts, der färbt wieder unseren BH ein. Anwenden und wir gucken es uns an. So, in Blau, wie gesagt, der letzte Farbkanal ist nur für die Rüstung. Gelb ist die Schlange, weiß der Tiger, also der Tiger ist der Farbkanal oben links, genauso wie hier unten die Hauptfarbe. Und hier könnt ihr jetzt die Kois besser sehen. In diesen Farbakzenten ist das deutlich besser sichtbar. Auch eine sehr schöne Tätowierung. Und wir gehen über zur letzten. Lasst mich hierfür nur wieder die Originalfarben einstellen, anwenden. Und wir nehmen die letzte Tätowierung, die Feuerblüten. Verwenden, anwenden, verwenden, anwenden. Und hier haben wir die Feuerblüten. Die finde ich persönlich am schönsten, weil es Blumen sind. Also der Name Nomen est Omen. Es handelt sich um wunderschöne Blumen. Am Hals bildet es einen Kragen, wo die Blumen hinten ineinander enden. Und ansonsten den ganzen Körper zieht sich dieses Blütenmuster hinunter. Es geht immer bis zu den Füßen. Die sind dann untätowiert, also nur die Beine ändern sich. Gucken wir uns auch hier die Farben noch einmal kurz an. Farben. So, da sind wir wieder. Der Farbkanal oben links ändert hier den Mittelteil unserer Blüten, beziehungsweise hier seht ihr das, geht es vom Weißen dann ins Rote über. Es zieht sich also von unten nach oben, so vom Farbmuster her. Bildet also die Hauptfarbe, den Hintergrund. Jetzt der Farbkanal oben rechts. In unserem Messing. Das ist die Primärfarbe unserer Blüten, die jetzt alle gelb geworden sind. Der Farbkanal unten links in schwarz, der bildet die Flammen unserer Blüten. Hier seht ihr das, die Blüten und jetzt die Flammen sind lila geworden. Und der Farbkanal unten rechts dürfte wieder die Rüstung einfärben. Korrekt. Und da werden Lendenschutz und BH wieder blau. Anwenden, in-game angucken. Und hier könnt ihr es nochmal sehen. Hauptfarbe gelb, lila dann der Abschluss. Auch hier unten am Bauch, sehr schön. In den Blüten, gelbe Blüten, lila Flammen. Ich werde euch die drei Rüstungen jetzt noch mit anderen Völkern zeigen.
Hoffe aber, dass ich euch einen guten ersten Eindruck vermitteln konnte. Und bis zum nächsten Mal.